habt schon lange drauf gewartet, ich weiß. Ich zeige euch heute eine kleine Roomtour, also wirklich eine kleine, von meinem Papierbastelreich, was ich mir neu eingerichtet habe, weil ja, ich mache so viele verschiedene Sachen und wenn man dann alles durcheinander irgendwo in einem Raum hat, man sucht sich dumm und dusselig. Hier habe ich mir das jetzt so gemacht, dass ich an einer Stelle arbeiten kann und alles andere ganz nah um mich rum habe und nicht lange suchen oder lange Wege machen muss. Also ich finde es klein und fein und genau für mich passend. Hier seht ihr dann jetzt meinen neuen Arbeitsplatz, wo ich alle meine Papierbastelsachen machen werde. Alles, was so Karten, Kartons, Schachteln, Kisten aus Papier betrifft oder eben solche Scrapbooks. Ich bin jetzt hier gerade dabei, ein Babyalbum zu machen. Das nimmt mich schon eine ganze Weile in Anspruch und immer wenn ich Zeit habe, setze ich mich wieder hin und mache mal wieder ein bisschen was. Hier sind schon ein paar Seiten gestaltet, bin aber immer noch nicht fertig. Das Buch seht ihr demnächst, wenn ich das endlich mal fertig habe. Ich habe mir jetzt hier oben ein Regal hingemacht, damit ich da meine ganzen Stifte mal unterbringen kann, die ich jetzt hier habe. Ich habe da oben Glitter und Kleber, alles was man so braucht. Ich habe jetzt hier meine Scheren für meine Bastelsachen, gleich daneben meine ganzen Stanzen in einem Regal. Wir haben hier eine alte Lampe stehen, weil man immer wieder neu beleuchten muss, wenn wir irgendwas arbeiten. Ich habe hier schon ein neues Projekt stehen, die Dekortransfers für Schränke. Das kommt demnächst mal. Dann habe ich hier hinten endlich mal mein Bild aufgehängt, was ich gerade erst gezeigt hatte. Mit diesem Aquarellhintergrund. Neben meinem Tisch, neben meinem Arbeitstisch, steht meine Gemini. Kann man die sehen? Meine Gemini. Dafür brauche ich noch eine Hülle, eine schöne. Unten drunter alles, was man für die Gemini braucht, zum ja, das Papier, die ganzen Platten, die man da immer verwenden muss. Hier noch ein Stückchen weiter habe ich dann jetzt. Wenn ich hier am Arbeitstisch sitze, kann ich immer auf der Straße sehen, was da so passiert. Ist eigentlich ein toller Platz. Wenn man Spanner ist. Wenn man Spanner ist. Dann habe ich mir hier so einen Rollschrank mit Schubfächern mit hingestellt, um meine ganzen kleinen Sachen. Hier sind jetzt die ganzen, wie sagt man das, Sticker-Krams zu, meine Bordüren, alles, was so für Karten und sowas wichtig ist. Ganze Schubfach voll. Dann habe ich hier angefangen, meine Stanzen, die kleinen Stanzen einzusortieren. Hier ist ein ganzes Fach voll mit so kleineren Stanzen. Hier habe ich noch ein paar Teile, die ich für mein Babyalbum brauche. Alles, was so babymäßig ist, habe ich hier mit reingemacht. Dann sind hier unten schon mal Sets von Karten und Umschlägen drin. Hat aber nicht alles reingepasst. Hier habe ich Quilling, ist ja auch Papier. Also ist das alles, was man dafür braucht. Werkzeuge, Papier, Schablonen, alles da drin. Dann habe ich hier meine Regale mit einsortiert oder hingestellt, wo meine ganzen Stanzschablonen drin sind. Das hatte ich alles mal vorgestellt. Die ganzen Stanzteile, die hier so drin sind. Hier habe ich ein paar Faltschablonen, 3D-Schablonen, oh, wie heißen die jetzt? Oh, na jedenfalls die Prägeschablonen, meine Güte. Hier oben noch ein paar Stanzen, die ich nicht untergebracht habe. Eckstanzer, Bordürenstanzer, dann solch Teil, wo man Perlenpen und sowas hinstellen kann, wenn man damit arbeiten will, damit die immer schön auf dem Kopf stehen und griffbereit sind. Hier habe ich dann jetzt meinen Behälter, wo meine Stanzschablonen und Prägeschablonen drin sind für die Blümchen, die ich immer mal machen möchte. Da hatte ich schon Videos zu gezeigt. Und dann habe ich hier einen Schrank, da sind meine Stempelkissen drin. Alles, was man zum Stempeln braucht, Nachfüller und so weiter. Und meine ganzen ja, die Stempelteile. Meine Güte, manchmal steht man auf dem Schlauch. Ja, ziemlich oft. Die Acrylblöcke, ja, ist halt nicht so ganz mein Fach. Nicht ganz dein Fach heute. Nicht mein Fach, nein. Ich bin noch nicht so viel mit Papierbasteln unterwegs.
habe jetzt hier angefangen, auch, da sind auch nochmal Karten mit Umschlägen passend. Da unten sind besondere Papiere. Das wird sich schon noch aufstapeln, alles ein bisschen. Hier unten habe ich dann so zwei Fächer, wo meine ganzen Papiere drin sind. Meine ganzen Action-Blöcke, die ich nach und nach alle mal gekauft hatte. Sammelt sich alles mittlerweile hier ein bisschen an. Verschiedene Papiere, Designpapiere für Kartenbasteln, was weiß ich. Hier ist auch nochmal besonderes Papier drin, was man alles brauchen kann. Nochmal Glitzer, brauche ich immer. Glitzer, Glitzer. Dann habe ich hier ein Schubfach mit den ganzen Restpapieren, was ich jetzt so angefangen hatte, alles zugeschnitten noch für mein Babyalbum, was da so übergeblieben ist, was da noch rein soll eventuell. Hier unten habe ich jetzt nochmal so ein Fach, da sind auch besondere Papiere drin, die Reste, die man sich als Papierbastler jetzt auch wieder nicht von trennen kann. Ist schon komisch, dass sich das so ansammelt, aber man kann da immer noch kleine Sachen draus machen. Hier oben drauf habe ich dann meine ganzen LaBlanche-Stempel, hatte ich mal gezeigt, diese Kiste, wo man die aufbewahren kann. Bisschen Deko, hier seht ihr jetzt meine Bilder, die ich noch gemacht hatte für mein Zimmer. Die kleine Big Shot, aber auch eine besondere hübsche. Dann noch meine Kiste mit den anderen Stanzschablonen. Da kann ich mir immer so ein Teil rausnehmen, wenn ich es brauche, und an meinen Platz holen. Hier habe ich dann jetzt einen Schrankteil. Da sind meine LaBlanche-Papiere drin, meine Blüten, die ich mal angefangen hatte zu basteln. Hier sind auch noch mal so kleine Sticker. Da wusste ich noch nicht so recht, wo ich damit hin soll. Und hier drüben auf der linken Seite habe ich alles, was Stempel sind, in Kisten und Kartons, dass man das alles immer zu sich rüberholen kann zum Arbeitsplatz. Hier unten habe ich noch so ein Laminiergerät und die Laminierfolien dazu, alles, was man braucht. Und noch meine alte Tasche für Stanzschablonen, die ich ja nun nicht mehr brauche, weil ich mir diese Kisten da angefertigt hatte. Ganz am Schluss habe ich mir dann hier noch einen Tisch extra hingestellt. Da ist mein Plotter drauf. Die schöne Hülle hier, die hat mir eine Freundin gemacht, die Lotti. Da verlinke ich euch, wo man schauen kann, wie man diese Teile machen kann. Ich finde es cool, da brauche ich... Lotti, du hast gesehen, ich habe noch ein paar Teile, die noch zugedeckt werden müssen. Wenn du mal wieder Langeweile hast. Also mein Plotter, den nehme ich eigentlich meistens für Schablonen und sowas. Papier habe ich da auch noch nicht viel mit gemacht. Den Tisch kann ich mir dann rüberziehen zu meinem Arbeitsplatz. Einen kleinen alten Hocker, wenn ich Besuch habe. Das hatte ich jetzt hier schon öfter. Und das war jetzt eigentlich schon mein Tisch. Nee, ich habe hier noch so einen Rollwagen. Und hier habe ich dann so den Rollwagen, den auch eigentlich jeder Bastler braucht. Den kann man sich dann hinziehen, wo man ihn haben möchte. Da habe ich jetzt meine Tape-Glider, Advanced Tape-Glider für diese doppelseitigen Klebebänder. Habe hier meinen Embossing-Föhn drin, den ich noch nie benutzt habe, weil ich ja eigentlich auch noch nie embossed habe. Aber man braucht die Sachen für nächste Projekte auf alle Fälle. Dann habe ich mir ja diese Crocodile gekauft. Damit hatte ich jetzt schon für mein Babyalbum Löcher gemacht und diese Eyelets da eingesetzt. Man braucht hier immer mal eine kleine Klebepistole für, weiß man nicht so genau. Hier habe ich auch den kleinen Bosch Glue. Wenn man mal was Kleines kleben will, reicht dieser kleine Stift hier. Und hier unten drin, weil ich ja hier oben stempeln möchte, habe ich diese Paper Soft Color Farben, um Papiere gestalten zu können. Meine 3D-Stempelfarben. Ich habe halt keine Stempelkissen, sondern die Stempelfarben, weil die gleich ja einen Embossing-Charakter haben oder die sehen halt gleich aus, wenn man damit stempelt, als wenn man embossed hat. Deswegen habe ich mit diesem Föhn noch nicht gearbeitet und auch noch nicht mit Embossing-Pulver gearbeitet, weil das genauso den gleichen Effekt hat. Und hier unten, ganz unten, habe ich dann noch so Matten für, also Prägematten, um so Blümchen zu prägen aus Papier. Mein Reinigungspad für diese Stanzschablonen. Ich habe hier mein doppelseitiges Klebeband immer griffbereit drin und das Teil kann ich mir dann hinschieben, wo ich es brauche gerade. Meistens ja am Arbeitsplatz. Und das war es eigentlich schon. Ach so, meine schönen Papierkörbe, die ich mir gebastelt hatte, die hatte ich mir extra hier für dieses kleine Zimmerchen gemacht. Und unter meinem Schreibtisch sind dann natürlich diese Schneidgeräte, also diese Schneidplatte, heißen mit, ja, von Fiskars hier, dieses Schneidegerät. Noch die drehbare Schneidmatte. Ach, und ganz unten steht dann noch meine
mein Ultimate Pro mit den ganzen Platten, wo man Karten machen kann, Umschläge machen kann, Pappschachteln machen kann. Habe ich unheimlich viel mit gearbeitet, kommt demnächst. Hoffe ich, dass ich die Zeit finde. So, und das war dann jetzt eigentlich schon mein kleines Bastelreich für Papierarbeiten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es ist halt ein kleines Teil, weil ich halt nicht so viel mit Papier mache, aber eben alles griffbereit. Ich finde es immer toll, wenn ich nicht so viel hin und her rennen muss, um irgendwas zu suchen. Ich drehe mich auf meinem Stuhl nach links, nach rechts und habe alles griffbereit. So sollte eigentlich ein Arbeitsplatz sein. Effektiv, schön und eben, ja, dass man daran arbeiten kann und sich ein bisschen wohlfühlt natürlich auch. Also ihr Lieben, mehr gibt es da nicht zu zeigen. Bei euch sieht es bestimmt auch ungefähr so aus, sieht bei allen Bastlern so aus, nur halt mit anderen Schränken oder sowas. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig, was wir als nächstes so basteln, vor allem auf mein Babyalbum, was ich da hinten gerade liegen habe. Schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird, und das ganz einfach.